Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Im Moment geht es ja wirklich Schlag auf Schlag. Wir haben jetzt Anfang April und jetzt sind endlich die ersten Fernseher da. Bei uns ist es in dem Fall konkret Samsung, die jetzt hier die ersten Geräte ausgeliefert haben und die wir jetzt auch schon vorführen. Wir haben in den letzten Tagen ein Video veröffentlicht zu der 8er-Serie. Das ist ja bei Samsung so die Premium-Serie, die nun wirklich alles, was so an Technik derzeit einbaufähig ist, in solche Fernseher auch verwendet. Und nun haben wir uns mal entschieden, ein gutes Mittelklassen-Seriensystem zu demonstrieren, und zwar ist das die 6740er Serie. Das ist eine Sonderserie, die wir hier mit anbieten dürfen. Diese Serie hat, um das von direkt von vornherein zu erwähnen, statt 2 Jahren Samsung Service haben wir sogar 3 Jahre Samsung Service als sogenannter autorisierter Samsung SFI Partner. So, was ist der Unterschied zwischen einem Mittelklassen- und einem, sage ich mal, Referenzgerät? Das wollen wir uns mal in den nächsten Minuten genauer anschauen. Es ist auf jeden Fall nicht die Verpackung, denn die ist auch bei einem 55 Zoll Fernseher ziemlich groß. Ich weiß, da gibt es so die eine oder andere Schrecksekunde, wenn man dann mit den Packungen beim Kunden ankommt. Gerade die Frau des Hauses denkt dann direkt, die würde ihre Wohnzimmerwand gar nicht mehr erkennen können. Aber man kann direkt zur Entwarnung sagen, in so einem Karton ist der Fuß immer separat daneben installiert. Daher kommen wir auf diese gewaltige Breite oder in dem Fall mal Höhe. Wir haben also ausgepackt hier den 55 Zoll 6740 und der unterscheidet sich jetzt beispielsweise zur 8er Serie ein bisschen durch den Rahmen. Der Rahmen ist ein bisschen breiter, wobei wir von Rahmen auch bei dieser Serie kaum noch sprechen können. Es sind eben wirklich diese nahezu rahmenlosen Geräte. Man muss da schon genauer hinschauen, um zu erkennen, dass da nochmal ein halber Zentimeter vielleicht fehlt. Und auch die Rückseite ist bei diesem Gerät komplett überarbeitet worden und da finden wir sogar einen alten Bekannten, den wir lange schon nicht mehr bei Flachbildfernsehern gesehen haben. Ja, also wollen wir mal schauen, was haben wir hier hinten. Einmal sieht man schon, auch hier ganz schön aufgeräumt das Ganze. Sieht alles etwas glatter aus von der Oberfläche her. Man hat die klassischen, was sind das, glaube ich, M8-Schrauben, die wir benötigen. 4 Stück davon, um also so einen Fernseher auch mal direkt an der Wand zu befestigen. Und wenn wir uns das Anschlussfeld anschauen, hier, was sehen wir, alter Bekannter ist, man hat doch tatsächlich wieder einen SCART-Stecker, direkt als echten SCART-Stecker vorhanden. Das ist schon soweit erstaunlich, weil die meisten Hersteller aufgrund der flachen Bauweise eigentlich immer so Adapter genommen haben. Aber hier könnte man einen SCART-Stecker direkt reinstecken. Gibt allerdings zu berücksichtigen, wenn der an der Wand hängt und der SCART-Stecker ist so tief, dann ist das natürlich nichts mehr mit dem schön flach an der Wand aufhängen. Dann haben wir sogar noch Komponentenanschlüsse. Da könnte man beispielsweise eine Wii anschließen. Wir haben hier den optischen Ausgang. Hier wird also alles an Ton wiedergegeben, rausgegeben an die Stereoanlage oder an die echte, sagen wir, Dolby-Digital-Anlage über das optische Kabel. Und darüber hinaus finden wir dann also 1, 2, 3, 4 HDMI-Eingänge. Wir haben 3 USB-Anschlüsse. Einen davon haben wir schon mal direkt für unsere Toshiba-Festplatten reserviert, um nachher auch Aufzeichnungen durchzuführen. Und wir haben hier einen SAT-Anschluss als auch einen entsprechenden digitalen Kabel- oder DVB-T-Anschluss. Analogkabel auch, aber das erwähne ich wirklich nur noch der Form halber. Was wir nicht haben ist, wir haben keine Doppeltuner, also nicht die Möglichkeit wie bei der großen 8er oder auch 7er Serie, eine Sendung aufzunehmen und eine andere Sendung zu gucken. So, und zum Schluss ist hier oben ein Modul, da gibt es also die Möglichkeit mit sogenannten CI-Modulen zu arbeiten, die dann in der Lage sind, bestimmte Programminhalte, die also gebührenpflichtig sind, wiederzugeben. Stichwort wäre beispielsweise HD Plus oder auch Sky. Ja, und bevor ich hier vorne weitermache, einen ganz wichtigen Anschluss haben wir vergessen, das ist nämlich der Netzwerkanschluss. Also auch hier der 6740er verfügt über einen eingebauten WLAN-Empfänger-Sender, also drahtlos Netzwerkzugang oder eben über Netzwerkkabel kann ich hier rein und dann das Gerät eben auch mit all den tollen Internetfunktionen, die wir hier gleich sehen werden, verbinden. Summa summarum ist eigentlich alles dabei und der Fuß ist drehbar, das wäre noch vielleicht ein Detail, was auch nicht unerwähnenswert sein sollte. Der Fuß ist auch nicht mehr mit den 4 klassischen Beinchen, sondern dieser Metallplatte, sieht sehr stabil und auch sehr edel aus, wobei Geschmäcker sind verschieden, ist klar, aber das ist eben der Standardfuß, der bei dieser Geräteserie direkt im Lieferumfang dabei ist. Bevor wir also jetzt uns mal die Ausstattungsmerkmale vom 6740er Samsung anschauen, nochmal vielleicht mal grundsätzlich etwas zu diesen Diskussionen, die wir natürlich auch mitbekommen, dann kommt dann schon mal jemand und sagt, hey, ich habe dann 50 Zoll Fernseher für 500 Euro gesehen. Da sagt man natürlich auch, Moment mal, 50 Zoll Fernseher, 500 Euro, was ist das jetzt für eine Aussage? Das ist ein großer Fernseher, ja, aber man weiß ja nichts über die Bildqualität, man weiß nichts über die Ausstattungsmerkmale. Seit wann wird eben über reine Bildgröße ein Preis definiert? Und wir kennen das von anderen Produkten, ne? Autoreifen, sagen wir mal 125 oder 225, was auch immer für Größen gibt, da sage ich auch nicht einfach immer, da gibt es einen für 50 Euro Superreifen. Da wissen wir, es gibt verschiedene
entsprechende Kriterien, Qualitäten, Ausführungen, Laufzeiten und so weiter. Beim Fernseher bitte auch mal berücksichtigen, die Bildgröße ist nun definitiv nicht ein Kriterium für Bildqualität oder Ausstattung. Wir haben also einen 55 Zöller hier aufgebaut, der liegt bei um die 1800 Euro und dieses Gerät ist eben jetzt auch schon mit allen Tunern ausgestattet. Wir haben momentan hier privates Fernsehen über HD Plus Sendungen. Wir können genauso gut natürlich mal eben schnell umschalten, um jetzt mal auf ZDF HD zu gehen. Hier sagen wir auch ganz gut schon mal die Umschaltzeit. Es wird sofort eingeblendet, welche Sendung jetzt hier läuft. Aber bevor das alles zum Laufen kommt, müssen wir natürlich erstmal schauen, wie schließen wir so ein Gerät an. Also man hat auch hier wiederum ein Menü gefunden, was sehr einfach und sehr intuitiv eigentlich ist. Man hat also hier die Möglichkeit, die Bildparameter einzustellen, die Tonparameter und den Senderempfang. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Bei Senderempfang gibt es eigentlich nur noch Folgendes zu berücksichtigen. Hier muss ich auswählen, was denn für eine Empfangsart ich jetzt gerade habe. Und das ist jetzt in dem Fall voreingestellt von mir, Astra 19.2. Die Alternative ist, wenn jemand mehrere Satelliten empfängt, dass er dann in dem Fall Satellit auswählen sollte. Wählt er aber nur oder hat er nur Astra 19.2, dann gibt es einen ziemlich komfortablen Vorteil. Dann wird nämlich eine Senderliste runtergeladen und zwar von dem Satelliten, dem Astra-Satelliten für das deutsche Fernsehprogramm. Ich kriege dann so um die 600 statt 12, 1300 Sender direkt angezeigt und wenn ich eine sogenannte HD-Plus-Karte schon direkt drin habe, prioritiert er mir die HD-Sender. Das heißt, er weiß, aha, der will RTL Pro7 Sat1 nicht in der Standardqualität empfangen, sondern in HD und somit werden diese Programmplätze auch direkt belegt. Hier kann man das sehr schön sehen in der Senderliste. Also er hat schon direkt von vornherein diese Senderliste genommen. Das ist schon mal ein bisschen komfortabler, als man es sonst meistens kennt. Und es hat eben auch noch einen anderen Vorteil, wenn ein neuer Sender in den nächsten Monaten mal wieder on air geht, also wieder über Satellit zu empfangen wäre, dann würde er mir irgendwann mal eine Meldung bringen, sagen, hey, die Senderliste ist aktualisiert worden, die Sender sind jetzt neu dazugekommen. Das ist auch eine schöne Geschichte. Ist es aber eben kein Satellitenempfang, gut, dann haben wir zur Auswahl eben das klassische Kabel, analog, digital oder eben auch DVB-T. Jetzt muss ich mal schauen, ich glaube fast, mal gucken. Jawohl, die ganze Zeit lief nämlich im Hintergrund Timeshift, da kommen wir gleich zu. Das war auch der Grund, warum wir jetzt hier eigentlich gerade nicht mal auswählen konnten. Da ist er, jetzt ist er nämlich nicht mehr grau hinterlegt, sondern jetzt kann man ihn direkt sehen. Hier sind meine Senderempfangsarten. Okay, also wenn ich die Sender sortieren möchte, das heißt, ich habe also jetzt den Wunsch, doch noch die Reihenfolge etwas zu verändern, dann gibt es dafür normalerweise die Möglichkeit, das jetzt direkt bei denen zu machen, also hier in der Senderliste. Wir haben das schon im 8er Video demonstriert. Das ist diesmal deutlich leichter geworden, als wir es sonst auch von den Vorgängermodellreihen kennen. Ne, man wählt also jetzt hier von mir aus auch wiederum die Nummer aus, sagen wir mal hier Vox. Ich sage Nummern ändern, jetzt geht es wieder zurück und dann kann dann eben jetzt die Nummer 6 werden. Ein Programm, mit dem das am Rechner geht, ist zurzeit wohl noch nicht verfügbar. Wir selber bieten gerne an, Senderlisten von vornherein schon vorsortiert zu installieren, sodass dann Sie eigentlich damit sich nicht mehr beschäftigen müssen. Okay, die Senderlisten selber lassen sich dann auch sichern. Man kann die dann übertragen auf einen USB-Stick, den man an der Rückseite einfach anschließt. Gehen wir nochmal zurück in das Menü, wenn wir jetzt ein Bild haben. Und suchen uns jetzt mal beim Bild nochmal einige Einstellungen aus. Wir haben jetzt hier mal beispielsweise den Bildmodus Film ausgewählt. Das ist also ein sehr natürlich wirkender Bildmodus. Der ist nicht zu aggressiv, nicht zu hell. Die Hauttöne sind schon sehr stimmig. Man kann dagegen natürlich auch auf natürlich oder auf dynamisch gehen. Da wird sofort die Blende unserer Videokamera hier ordentlich spielen. Aber es sind natürlich dann total verzogene Farben und es ist auch teilweise in den Übergängen her ein ziemliches Grisseln oder auch salopp gesagt, manchmal ist das wirklich ein Pixelmatsch. Also der Filmmodus gefällt uns sehr angenehm. Man könnte jetzt noch die Hintergrundbeleuchtung etwas erhöhen. Das haben wir jetzt für die Aufnahmen etwas reduziert. Man sieht es hier, Hintergrundbeleuchtung ist auf 2, ist natürlich nicht richtig. Wir würden jetzt hier mal, um es mal nur mal zu demonstrieren, was passiert denn dann? Es werden also die LEDs, das sind also die Leuchtquellen, die ja meinen Fernseher hier beleuchten, in der Intensität erhöht. Und das muss man dann sicherlich auch manchmal den Raumlichkeiten und den Raumgegebenheiten anpassen. Weitere Modis sind generell für Samsung bekannt, das ist also die Bildoption, da kann ich verschiedene Sachen anpassen, wie beispielsweise Bewegungsschärfe, wenn es also darum geht, dass also schnell bewegte Bildinhalte etwas schärfer dargestellt werden sollen. Da gibt es allerdings auch schon direkt einen ersten Unterschied, der ist auch sichtbar in der Maximaleinstellung natürlich, dass also die 8er, 7er Serie diese 1000 Hertz Geschichte hat und wir haben hier maximal 600 Hertz, macht aber auf sehr hohem Niveau, gar keine Frage. Es ist wie gesagt ein gutes Mittelklassengerät, aber nicht im Endpunkt natürlich hundertprozentig vergleichbar
vergleichbar mit der großen 7er-8er-Serie. Das sind dann schon eine Menge ich sag mal, Unterschiede, die in der Gesamtsumme dann schon den ganz klaren Unterschied auch im Preis sich rechnen lassen oder auch erklären. Wir gehen mal weiter. Wenn ich jetzt hier nochmal schaue, also die wichtigsten Einstellungen sind natürlich schon vorhanden. Auch hier, was ich letztes Mal erwähnt habe, dass beispielsweise der Bildmodus, meine Lieblingsfarbeinstellungen, je nach Quelle sogar verschieden sein kann. Könnte ja bedeuten, bei einem Film achte ich auf sehr genaue Farbwiedergabe, beim Fußballspiel will ich es knallhell haben, weil da will ich mit meinen Kumpels bei Sonnenschein Fernsehen gucken. Dann könnte ich also sagen, pass mal auf hier, das eine wird über die externe Skybox geguckt und das andere wird beispielsweise über den internen Tuner geguckt. Oder ich will meine Lieblings selber gedrehten Filme mir anschauen, dann kann ich also wirklich diese Voreinstellungen dann jeweils der Signalzuspielung, also den Eingängen zuordnen. So, was noch ein wichtiger Punkt war, weil ich vorhin das Thema mit der Helligkeit im Gesamten erwähnt habe. Also wir haben ja hier die LEDs, die im Rahmen drin sind. Und es gibt immer diesen Begriff des Cloudings oder der Ausleuchtung an sich, um es mal in Deutschen zu nennen. Man kann das natürlich auch teilweise deutlich verändern und muss ehrlicherweise sagen, auch bei dieser Serie, ähnlich wie bei der 8er Serie, ist es eigentlich unserer Meinung nach kein Thema mehr, außer ich suche nur noch Testbilder in absolut dunklen Räumen, dann wird man sicherlich das eine oder andere sehen. Aber für den laufenden Filmbetrieb absolut vernachlässigbar. Wenn ich es aber noch etwas besser in den Griff bekommen möchte, dann würde man normalerweise hier die Funktionen nutzen, die unter System stehen. Das sind dann eben die sogenannten Ökolösungen, die arbeiten eben nach dem Prinzip, dass da geprüft wird, wie ist die Raumhelligkeit, hell oder dunkel, und wenn der Raum dunkel ist, wird auch die Helligkeit reduziert, hat nebenbei noch den Unterschied, dass man, oder den Erfolg, dass man so den einen oder anderen Cent einsparen kann, wenn es um den Stromverbrauch geht. Gut, beim Ton sind wir eigentlich genau wie bei den großen Jungs mit allen ausgestattet, was man so brauchen. Der Lautsprecher ist ganz vernünftig für diese entsprechende flache Bauweise, aber auch hier lässt sich natürlich extern eine Anlage anschließen, einmal über das optische Kabel, was wir ja vorhin gesehen haben, oder eben über eine Soundbar. Da sind wir natürlich große Fans von der Playbar, von Sonos, weil das sind ja dann eigentlich zwei Sachen in einem. Einmal sauberer, satter, toller Sound und zum anderen mal bei Sonos Playbar kann ich eben auch meine Musik unabhängig vom Fernseher hören, die ich beispielsweise bei iTunes etc. habe. Da gibt es aber ein extra Video zu, Stichwort Sonos Playbar. Senderempfang haben wir ja soweit geklärt. Es gibt jetzt aber gleich ein paar ganz interessante Sachen. Ich gehe nochmal eben zurück. Netzwerk ist klar, brauchen wir auch nicht mehr erwähnen. Alle, die unsere Videos kennen, haben das Thema schon längst durch. Aber das wird jetzt hier gleich spannend. Das ist nämlich das Thema Smart-Funktion. Samsung hat eben die Smart-Funktion auch bei dieser Serie, bei der 6er-Serie, komplett überarbeitet. Technischer Unterschied ist, dass wir hier einen Dual-Core haben und keinen Quad-Core-Prozessor. Das merkt man dann schon ein bisschen, so im Ablauf ist nicht mehr ganz so fließend, aber es ist nichts von ruckelig oder langsam oder sowas damit zu beschreiben, sondern es ist absolut in Ordnung. Und es ist eben so, dass wenn wir jetzt diese Smart-Hub-Funktion mal aktivieren, übrigens habe ich hier die gleiche Fernbedienung auch wie bei den großen Jungs, also auch hier diese relativ kleine Fernbedienung, dann sehe ich hier, und das haben wir beim letzten Mal noch nicht zeigen können, weil die Software wohl noch nicht so weit war, dass jetzt hier beispielsweise mir so eine sogenannte persönlicher Fernsehfavoritenprogrammvorschlagsliste gemacht wird. Also, der Fernseher wird wohl im Laufe der Zeit, und er ist jetzt heute erst 2 Stunden am Laufen, ich denke mal in den nächsten Wochen wird das ein bisschen mehr dann kommen, wird er erkennen, nach dem, was ich so schaue, ich bin vielleicht der große Krimi-Fan, dass er mir die eine oder andere Krimiserie mal vorschlägt, die auf anderen Programmen in den nächsten Tagen läuft. Oder ich bin ein großer Fan von irgendwelchen Daily Soaps, ne, also diesen Seifenopern, dann werde ich auch da den einen oder anderen Vorschlag bekommen. Das ist also hier eben in diesem neuen Menüpunkt, der da heißt Meine TV-Programme. Man sieht eben hier das laufende Fernsehprogramm, Fernsehsendungen, die jetzt gerade laufen, auch hier mit so Fortschrittsbalken. Ich kann also jetzt direkt hier auf die Sendung gehen, mal hier Brisant. Zack, er blättert um und schon sehe ich, aha, auf dem Kanal war jetzt gerade Brisant. So, jetzt drücke ich mal wieder meine Smart-Hub-Taste. Dann sehe ich eben auch noch andere Sendungen, können wir mal hier unten schauen, nämlich dass beispielsweise diese Sendung noch 40 Minuten geht bis in diese Uhrzeit hier, oder ich sehe, der Film sowieso geht jetzt gleich los, oder da geht ein Spielfilm gleich los, etc. Da stehen also schon Zeiten, wann der ganze Spaß losgehen wird. Ich kann da auch mal drauf gehen, weil ich bin vielleicht gleich gar nicht da. Das heißt, die Sendung möchte ich unbedingt nicht verpassen. So, wie kann ich das Ganze programmieren? Es ist eine Möglichkeit, diese Sendung, die mir jetzt hier angezeigt wird, direkt zu programmieren oder umzuschalten. Also sagen wir mal, Sender einstellen, ein bisschen blöd übersetzt, wie wir finden, heißt, man geht auf den Sender drauf und das hier Programm heißt eigentlich nichts anderes, weil das ist ein kleiner Punkt und der steht für Programmieren. Ich drücke also mal Programmieren und jetzt sagt er mir, willst du nur gucken oder willst du Aufnahme machen? Ich sage, nee, Aufnahme soll es sein. Sag okay und das war's. Jetzt ist die Sendung programmiert, ich bin nachher nicht zu Hause und der gute Fernseher hat mich eben darüber informiert, dass da eben meine Lieblingsserie nachher laufen würde.
Jetzt gibt es vielleicht noch die Frage, warum denn hier Finger hoch, Finger runter? Ja, ich kann sogar meinen Mitmenschen weltweit mitteilen, ob ich jetzt diese Sendung ganz toll gefunden habe oder weniger toll. Es gibt sogar die Möglichkeit, hier direkt auf sein persönliches Facebook-Konto zu kommen. Also auch hier finden wir eine Verschmelzung zwischen Fernsehen, Social Media und den ganzen Sachen findet hier statt. So, wie weit das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wirklich sich noch weiter ausbaut, ich denke mal, da sind wir jetzt erst am Anfang, das werden wir noch sehen, aber das Grundgerüst ist vorhanden, funktioniert und ist es natürlich notwendig, um es wirklich komplett nutzen zu können, dass es eben eine Internetverbindung dort gibt. So, dann gehen wir doch mal zurück hier. Jetzt sind wir wieder mal in Kacheln, da läuft das aktuelle Fernsehprogramm, was ich ja gewählt habe. Und habe ich eine Sendung aufgezeichnet, also jetzt hier konkret aufgezeichnet, dann könnte ich mir hier beispielsweise in dieser Überfläche auch schon bereits meine Aufzeichnung anschauen. Ne, man sieht also hier eingeblendet meine angeschlossene Festplatte, die über USB angeschlossen worden ist. Und dort werden dann schon Sendungen angezeigt. Man hat einen Ordner, hier sind zwei Sendungen, die wir vorhin mal aufgenommen haben. Und die könnte ich jetzt direkt abrufen. Auch da unten schon wieder direkt die Information, wie lang die Sendung war, wann sie aufgenommen worden ist etc. Auch da sehen wir eigentlich keinen echten Unterschied zur 8er Serie. Es ist alles ein Tick langsam, ein bisschen träger in dem Bereich, aber auf jeden Fall verkraftbar und die Zeit sollte man sich nehmen. Wo wir jetzt gerade dabei sind zum Thema Aufzeichnung und Aufnahme, wir gehen mal hier ganz raus. Und dann schalten wir mal um auf beispielsweise hier diese Sendung. Und jetzt klingelt es an der Tür. Jetzt wollen wir wieder diese berühmte Timeshift-Aufnahme machen. Denn wir wollen die Sendung ja nicht verpassen. Da kann ich einfach auf Pause drücken. Und jetzt wird das hier oben eingeblendet. Und er macht jetzt gleich ein Pausenbild. Und ich kann dann in Ruhe mein Telefonat, meinen Nachbarn, wer auch immer gerade an der Tür steht, führen oder mein Telefonat eben führen. Und kann dann aber hier, wenn ich wieder zurückkomme, zeitversetzt weiterschauen. Was schon ein bisschen skurril ist, wie wir mal vorsichtig ausdrücken wollen, ist Folgendes. Wir haben hier vorhin eine halbe Stunde lang eine bestimmte Taste auf dieser Fernbedienung gesucht. Und zwar auf einer Fernbedienung, die den 6ern als auch den 7er und 8er Geräten wohl derzeit beiliegt. Da fehlt die echte Aufnahmetaste. Das heißt, da ist normalerweise unten in der Vergangenheit eine echte Rekordtaste gewesen, Aufnahme, für eine echte Schnellaufnahme. Die haben wir nicht mehr. Wir haben das auch gerade gecheckt bei Samsung, da ist es auch aufgefallen. Liegt wohl damit zusammen, dass anscheinend irgendwann mal eine andere Fernbedienung geplant war, dabei zu legen. Aber ne, Samsung hat natürlich direkt mitgedacht, aber das ist auch eher Zufall, weil die lag sowieso dabei. Das ist ja hier unsere sehr edle, komfortable Fernbedienung, die man auch nutzen kann, so als eine Art Touchpanel. Oder, hoppla, habe ich schon direkt losgelegt, wie man sieht, ne, es toucht sofort schon. Die wird nämlich über Funk mit dem Fernseher verbunden. Und da gibt es eine Tastenkombination, wenn ich die drücke, das ist nämlich hier. Da könnte ich mir jetzt das Display einblenden. Und jetzt kann ich hier auf dieser Tasten, da ist die Aufnahmetaste. So, also mit der kann ich zurzeit wirklich sagen, okay, aufnehmen. Dann fragt er mich auch sogar, obwohl es ja eigentlich nur eine Timeshift-Funktion war. Das heißt, ich habe gar nicht geplant gehabt, das wirklich zu speichern. Ich wollte ja nur zeitversetzt Fernsehen gucken. Nö, da fragt er mich jetzt, willst du das, was du jetzt bis jetzt in diesem Timeshift hast, auch wirklich aufnehmen? Könnte ja sein. Die Sendung ergibt sich so super spannend plötzlich. Da sage ich, hör mal, heute Abend meine Frau, die muss das auch sehen. Dann würde ich sagen, jawohl, ich sage jetzt okay. Und jetzt ist das, was wir bis jetzt aufgenommen haben als Timeshift, auch wirklich abgespeichert. Nette Geschichte, ist nicht unwichtig, wie ich finde, ein praktisches Detail. Andere Möglichkeiten wären jetzt auch zu sagen, weißt du was, ich verlasse jetzt das Haus, aber die Sendung will ich unbedingt noch aufnehmen. Und das heißt, ich nehme jetzt 60 Minuten lang diese Sendung noch auf und dann ist vorbei, dann schaltet sich hier alles aus. Warum brauche ich die Fernbedienung noch? Die brauche ich auch, um meine Sprachsteuerung durchzuführen. Sprachsteuerung ist also in dieser 6er-Serie verbaut. Es ist keine Gestensteuerung vorhanden, sondern hier könnte ich auch wieder sagen, Hi TV, und dann lassen sich Programme umschalten. Ich kann die Lautstärke ändern. Ich komme gleich wieder in mein Snap, ist langsam Smart Hub hinein, also meine Smart Hub-Oberfläche. Ich mache es mal eben. So, da ist sie wieder. Also das lässt sich mit dieser Fernbedienung oder eben mit meinem etwas lauteren Organ auch über das Mikrofon hier entsprechend nutzen. Wobei, stimmt gar nicht, Mikrofon ist gar nicht vorhanden. Was rede ich da? Ich muss wirklich das Ding hier nutzen, fällt mir gerade ein. Weil es ist keine Skype-Kamera vorhanden. Eine Skype-Kamera könnte man nachträglich als Zubehör bekommen. Sie wäre aber auch wirklich nur zum Skypen und wohl dann auch zur Möglichkeit zur Steuerung der ganzen Sprachbefehle. Gehen wir nochmal zurück hier in die nächste Kachel. Das ist eine ganz pfiffige Sache. Haben wir uns mal in den letzten Stunden auch noch ein bisschen näher unterhalten oder auch mal ein bisschen getestet. Man will sich so einen Film anschauen und dann hat man die Möglichkeit, diesen Film sich sogar von verschiedenen Anbietern zeigen zu lassen, dass ich fast schon sowas wie einen Preisvergleich machen kann. Und dann kann ich entscheiden, okay, den Batman, den möchte ich gerne von dieser Datenvideothek sehen oder von der anderen. Und dann zahlt man entsprechend für das gesehene Video. Und die Videothek ist eben direkt schon verbaut. Und auch hier die Bedienung her, super einfach.
Das sind Sachen, die man schon kennt von der 7er, 8er Serie. Hier kann ich also auf Fotos zurückgreifen, auf Videos zurückgreifen, also auf, warte mal eben, nochmal zurück, also auf Inhalte, die ich bereits irgendwo auf einer Festplatte habe oder wo ich sage, weißt du was, wir haben eine Festplatte im Netz, da wo alle Daten aus dem ganzen Haus, von der ganzen Familie abgelegt werden, die kann ich mir hier über den Fernseher dann direkt abrufen. Man sieht also hier die ganzen Rechner, alles das, was jetzt hier so freigegeben wird. Der berühmte Twonky ist hier. Das heißt, das ist also eine Festplatte. Da sind meine drei Ordner, Bilder, Videos, Musik. Gehen wir mal auf Videos eben. Und jetzt kann ich also hier in meine Videoverzeichnisse reingehen und hier mit relativ wenig Aufwand kann ich mir die Bilder dann oder die Videosequenzen dann direkt übers Netz anschauen. Ne, gehen wir mal hier in mein Musikvideoarchiv hinein. Und dann läuft hier wahrscheinlich gleich die kleine große Britney. Schauen wir mal. Der lädt jetzt hier die entsprechenden Daten. Das ist natürlich immer ein bisschen abhängig vom Netzwerk, von der Geschwindigkeit, vom Aufbau. Kann er bei WLAN machen, kann aber auch über Netzwerkkabel machen. Und hier werden dann die Daten, da ist es schon eingelesen. Sieht schon ganz vernünftig aus. Also nachdem wir hier unsere Kachel mit den Fotos, den Videos und der Musik mal durchgegangen sind, wollen wir nochmal zum Anfang gehen. Wenn wir es mal als Anfang bezeichnen wollen, das ist hier vorne links. Da sind dann die Auswahlkriterien beispielsweise auf YouTube zuzugreifen. Bei YouTube ist es aber so, da müsste ich jetzt schon mit einer Tastatur besser arbeiten oder überhaupt, wenn man viele Sachen mit Texteingabe oder mit Mausfeilsteuerung nutzen will, empfehle ich unsere separate Tastatur, die drahtlos verbunden werden kann. Liegt bei knapp 40 Euro, ist in dem Fall mal nicht von Samsung, aber wirklich eine sehr gute Alternative und geht eben auch mit der F-Serie. Und darüber hinaus kann ich dann natürlich auch meine sogenannten Apps installieren. Hier ist jetzt gerade, wenn er ausgeliefert wird, nur eine drauf, nämlich hier vom Webbrowser. Weitere werden dann installiert werden können. Da gibt es dann also von wetter.de bis hin zur tagesschau.de und weiß nicht was allem. All diese Inhalte kann ich abgreifen und die ich dann hier installieren kann. Die meisten sind ja kostenlos zu bekommen. Und ja, dann gehe ich wieder zurück hier in meine Basis-App. Hier habe ich wieder meine App, die wahrscheinlich in nächster Zeit doch besonders häufig genutzt werden wird. Das ist eben diese interaktive Programmzeitschrift, die eben die Möglichkeit bietet, auch gewisse personalisierte Empfehlungen in nächster Zeit auszusprechen und mit der man sicherlich im Wesentlichen in Zukunft startet. Deshalb ist die auch hier direkt in der Mitte, weil sie beim Einschalten dann auch, wenn man möchte, direkt aufgerufen werden kann. Summa summarum. Es ist alles drin, was heute ein guter Fernseher braucht. Es ist also schon ein gutes, wirklich hochwertiges Mittelklassenmodell mit einem tollen Schwarzwert, guten Kontrast, sehr flach, schickes Design. Also auch hier der Rahmen minimal etwas größer, als es bei der 7er, 8er Serie ist, aber er ist immer etwas größer. Dann haben wir hier keine Kamera drin. Das wäre ein Zubehör, kann man dafür bekommen. Was aber die Leistungsklasse angeht, deshalb halte ich die ganze Zeit diesen wunderschönen Zettel hier. Ist also jetzt nicht die Werbung für den neuesten Kühlschrank, sondern das ist wirklich hier für den Fernseher. Es ist ein, wie heißt es so schön, ein A+. Gerät kommt also hier auf gerade mal, was ist das hier, 82 Watt. Also das ist unterm Strich nearly nothing, wie man so schön sagt. Also gar nichts hier irgendwie bemerkbar und sollte man nun mal eben am Rande erwähnen. Alles Weitere, würde ich sagen, sollte man bei uns anfragen, sollte man sich bei uns anschauen. Wir haben die Geräte natürlich im Vergleich auch aufgebaut mit den verschiedensten Quellen, um auch wirklich mal zu demonstrieren, wie das Ganze aussieht mit so einem Signal oder mit so einem Signal. Ansonsten selber was mitbringen, auch kein Problem. Wir können hell und dunkel machen, also so wie zu Hause. Und vom Preis her geht es so bei knapp 1000 Euro los bei einem 40 Zoll Gerät und hört eben etwas um die 800 Euro auf bei dem 55 Zoll Gerät. Und da haben wir also dann schon eine ziemliche Auswahl und das Ganze mit 3 statt 2 Jahren Garantie. So, das war's jetzt erstmal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal wieder bei GrobiTV in unserem tollen Heimkino-Kanal. Ciao.